Hallo meine Freunde, und es ist wieder soweit. Wir schauen uns eine sehr, sehr interessante Aufgabe an. Und zwar geht es darum, man gibt euch zwei Positionen auf der Karte. Und zwar gibt es einmal die Position, also mit Position könnt ihr Lage oder auch einen Ort nennen, zum Beispiel A und hier ist B. Und das, was die euch auf der Karte angeben, sind Höhenangaben. Also die Höhe davon ist minus 403 und diese ist hier minus 212. Wir fragen uns gar nicht, ob das so richtig ist oder nicht. Wir wissen einfach nur, der Punkt A liegt tiefer als der Punkt B. Wenn wir das nebeneinander zeichnen würden, also ich mache mal wieder hier, ich mache mal jetzt wieder das Koordinatensystem, also die X-Achse nach oben, dann seht ihr, ich mache das 0 mal höher, einfach, dass wir es besser malen können. Also hier ist es 0 und dann seht ihr, hier kommt minus 100, 200, 300, 400 und ich mache mal noch eine 500 und dann seht ihr bei minus ungefähr hier, also das ist minus 100, minus 200, minus 300, minus 400. Okay, das sind sozusagen unsere Stufen und was wir jetzt wissen ist, der eine Punkt, der B, der liegt ungefähr hier, B ist hier und der Punkt A liegt bei minus 403, also der liegt irgendwo hier. Und wenn wir das jetzt sozusagen wie in einem Berg uns vorstellen, dann ist sozusagen der Ort B ist hier, also da ist so ein See und dann gehen wir hier runter, wie auch immer, und jetzt kommen wir hier unten zu dem zweiten Ort hin und da liegt A. Und wenn man euch jetzt fragt, wenn das ein Fluss ist, in welche Richtung wird der Fluss fließen? Also fließt er von B nach A oder von A nach B? Und dann solltet ihr hier natürlich erahnen können, dass natürlich, wenn das hier ein Fluss ist, dann kann der Fluss eigentlich nur von oben nach unten fließen. Und ihr habt die Antwort auf eure Frage. Also hier, das Rätsel war hier zu erkennen, dass der Punkt A negativer liegt als der Punkt B. Und wenn ihr das euch wie einen Berg vorstellt, dann bedeutet das, der Punkt B ist höher und das Wasser fließt natürlich von dem höheren Punkt zu dem tieferen Punkt, also niedrigeren Punkt. Und damit sind wir auch schon mit diesem sehr, sehr kurzen und knackigen Video fertig. Macht's gut und ciao.